Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Weil dennoch will ich meine Karte haben, so... Da fällt schon mal ganz geil, ne? Wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, eine Karte zu haben. Und ich sehe aber auch hier nicht irgendwo einen Punkt oder irgendwie sowas in der Richtung. Dass mir... Halt außer den Turm hier. Immer, ne? Aber man sieht halt Umrisse, ne? Aber mir halt auch nicht. Naja, vielleicht... Vielleicht befindet sich ja das alles hier noch so ein bisschen im Tutorial und wir kriegen dann hier auch endlich mal ein bisschen mehr Einblicke. Okay, warte mal. Was habt ihr denn zwei noch zu sagen? Das Vermächtnis des Zeitaltars, der Mythen und Legenden. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal in dieser Form zu sehen bekommen würden? Oh. Für uns von der Sonau-Forschungstruppe ist das ein sensationeller Glücksfall. Wir sollten dankbar sein, aber was in aller Welt ist nur dieser Kataklysmus? Pura hat sich im Forschungslabor eingeschlossen, um den Kataklysmus zu erforschen. Sie hofft dadurch Hinweise auf den Verbleib Prinzessin Zeldas finden zu können, aber bislang wohl kein Erfolg. Ob der Prinzessin Zelda gut geht? Da haben wir diese extrem seltene Ruine hier und ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, weil mich das so beschäftigt. Was kann denn das Stück Ruine da oben, hä? Gleich mal anschauen hier. Ach. So ein Spinner ist da drauf. Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterie für dich herstellen soll, gib mir so neue Energiekristalle. Ah, okay. Ich verstehe. Na gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier wirklich erstmal Story machen müssen. Schade. Hatte gehofft. Die Hoffnung war da, dass sich darunter vielleicht etwas verbirgt. Oh, da ist eine Kiste. Bitte schlag mich nicht. Rote Rubin. Mm, schön. Schön, schön. Die gibt es also auch noch. Wobei ich mir gar nicht sicher war, ob sie überhaupt schon mal, ob die mal weg waren. Boah, aber auf der Ruinen. Da oben drauf noch was ist. Muss ja eigentlich mal schauen, ne? Also. Achso. Ups. Ich glaube, verwirrt. War gerade etwas verwirrt. Ich komme zumindest hoch, also. Vielleicht befindet sich ja da irgendwas Interessantes noch. Vielleicht ein Krog, ne? Man weiß ja nie. Kann man sich nicht festhalten? Ne, scheinbar nicht. Na gut. Oh, da ist ein Stein. Na Mensch. War ja fast eindeutig hier. Hier, schenke ich dir. Am Krogs einfach die ganze Zeit nur am Ärgern. Aber sind wir mal ehrlich, haben sie nicht verdient, oder? Die kleinen Stinker, die sich hier überall vor Link verstecken. Die können auch mal sehr freiwillig rauskommen. Sagen, Mensch, ach guck mal, das Link. Mein Kumpel. Okay, hier haben wir... mal lauter Grundstücke. Oh, ich war da dran. Frechheit. Also hier ist schon mal wieder ein Neuaufbau geplant. Würde ich einfach mal sagen.
Aber ganz wichtig, die Statue steht noch. Wenn es der Statue gut geht, dann geht es auch Hyrule gut, ganz ehrlich. Also. Ja, wenn die jetzt kaputt, würde ich mir Sorgen machen, aber so. Nicht nötig. Oh, warte mal, das doch. Das sieht doch sehr interessant aus. Oh. Naja. Schade. Ah, wobei? Na, wobei, ja. Nichts zu viel. Nicht zu viel sagen. Ja? Da ist tatsächlich was. Und zwar ein Oller Krog. Jetzt haben wir schon 20. Mensch, bleiben wir nur noch 980. Das schaffen wir, oder? Ich bin echt mal gespannt, wie dann die Karte aussieht. Ich weiß nicht, irgendwie will ich die ganzen Ruinen mal einfach mal abchecken. Einfach nur mal grob gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Eine Kiste oder so. Sieht auch alles relativ interessant aus. Hier ist ja noch ein bisschen Burgmauer. War da oben vielleicht noch was? Auf den ersten Blick nicht wirklich, ne? Aber. Nur ein Turm hier. Vielleicht ist ja auf dem Turm was. Oh, ich glaube, das war wirklich was. Ups. Warte mal. Schauen wir doch mal. Wobei, da müsste da eigentlich oben drauf was sein, aber. So ist da erstmal nichts. Nö. Da ist nicht viel. Schade. Nee. Na gut. Dann wohl nicht. Aber die Burgmauer siehst du noch. Das ist eigentlich ganz cool. So. Gehen wir weiter mal zu unserem Ziel. Keine Ausdauerhammer ist aber auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen zacki. Muss ich ja mal auch sagen, das ist ja wirklich schon ein bisschen belastend hier. Also, Link, wo hältst du dich ran? Achso, ein Schrein, den können wir uns mal anschauen. Also wir haben ja generell relativ viele Schreine gesehen, aber ich wollte halt eigentlich erstmal eine Karte haben. Aber irgendwie habe ich hier immer noch keine Karte. Langsam fühle ich mich so ein bisschen verarscht, bin ich ehrlich. Wo fange ich nur an? Oh! Du hast mich überrascht. Was treibst du denn an einem Ort wie diesem? Der Abgrund von Hyrule ist hier ganz in der Nähe und ganz gewiss nicht ungefährlich, weißt du? Auch dieser Schrein könnte möglicherweise gefährlich sein. Jedenfalls lauert momentan wegen dem Kataklysmus hinter fast jeder Ecke Gefahr. Sei auf der Hut. Abgrund? Du hast sicher die tiefen Löcher gesehen, die sich auf der ganzen Welt wegen eines Kataklysmus aufgetan haben. In diesem Gebiet befinden sich welche unter Schloss Hyrule und südlich des Spähpostens. Ich habe gehört, einigen Mitgliedern der Forschungstruppe, die so einen Abgrund untersucht haben, ging es nicht gut. Es wäre wohl das Beste, wenn du Abgründen jeglicher Art nicht zu nahe kommst. Im Ernst, ich bin froh, dass ich bloß diesen Schrein untersuchen soll und keinen von diesen Abgründen. Mhm. Hä? Einer befindet sich doch direkt vor deinen Augen. Liest du etwa keine Zeitung? Mysteriöse Schreine, über Nacht aufgetaucht, stand direkt auf der Titelseite.
Wir wissen zwar nicht, dass sie aus uralten Zeiten stammt, aber ob sie nun vom Himmel gefallen oder aus dem Boden gewachsen sind. Auch geht es nicht nur um die Schreine, sondern auch um die Abgründe. Wir wissen wirklich noch so gut wie nichts über all das, was der Kataklysmus mit sich gebracht hat. Stell dir nur mal vor, von den Schreinen und den Abgründen ging Gefahr aus. Wir müssen sie alsbald erforschen. Die Leute vom Suchtrupp durchforsten unermüdlich das Umfeld von Schloss Hyrule. Da darf ich nicht zurückstecken, stehen. Ja, ich mach das mal rein hier, ne? Was haben wir denn hier? Ich frage mich, ob es, wie gesagt, von den ganzen Herzen, da bin ich mir echt mal gespannt, wie viele Sachen wir haben können. Kampfestechnik. Oh, scheint ein angenehmerer zu sein, weil ich glaube, die waren damals einfach nur Fights. Aber ich sag mal so, mit 1,5 Herzen sehe ich mich da auch nicht wirklich. Ich glaube, ich erstmal mein Fraß hier. Geh mal auf meine gute Waffe. So, was haben wir denn hier? Um Gottes Willen. Dieser Schrein läutet ein Übel aus, vergessener Tage. Du, der du nun besuchst, folge weiche Angriffen mit einem Sprung von zur Seite aus, nutze eine entstandene Gelegenheit und Gegenangriff. Oh Gott, ich muss also das machen. Wie war das? So. Also so, einfach ausweichen. Okay, dann macht es mir scheinbar relativ simpel. Weiche Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus. Nutze so die Gelegenheit für einen Gegenangriff. Okay. Ich glaube, das Fenster war ein bisschen weird. Pariere im richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Okay, parieren mit A. Gut, dafür müsste ich erstmal auch ein Schild haben. Mach mal so. Nice. Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Nice. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Nice. Tja. Ich habe leider keinen Platz für das verrostete Schwert. Das stimmt mich traurig. Was haben wir hier denn noch Schönes? So ein Nau-Schwert. Aus so einem Sonanium gefertigtes Schwert aus der Sonau. Bei der Synthese mit Sonau-Bauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft etwas mehr als üblich. So. Ich würde es einfach mal mitnehmen, ne? Dann einfach mal hier das Zeug auf den Müll packen. Mal anschauen hier. Mal gucken, wie das so. Es leuchtet sogar. So. Und sagt ihr das Gleiche wie immer? Wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Mensch. Ja. Ich will immer noch eine Karte. Wo ist meine Karte? Ansonsten, weiß ich nicht, komme ich jetzt gar nichts hier. Muss ja ungefähr wissen, wie die Gebirgslage ist. So, sagt das eigentlich was?
Von wie krass, du warst in dem Ding? Was, hä? War dieses Loch vorher schon immer hier? Was ist da passiert? Oh, Entschuldigung. Was ist denn? Wir sind hier sehr nah am Abgrund. Das ist also gefährlich, weißt du? Sogar dieser Schrein könnte gefährlich sein. Okay, ist ja gleich das Gleiche. Auf Wiedersehen. Hau rein. I have no business with you now. Zentralplatz. Die Monsterwehr ist im Auftrag von Pura, der Leiterin des Sperrpostens, ausgerückt. Momentan suchen wir unter dem schwebenden Schloss Hyrule nach Prinzessin Zelda und ihren Begleitungen. In der Gegend wurden Miasma und Monster gesichtet. Es ist daher ratsam, sich vor der Abreise gut auszurüsten. Hey, wir sind ja bestens ausgerüstet, also. Ja, wobei, ich sag mal so gut sieht die Statue auch nicht mehr aus, ne? Na, natürlich, Sankrock. Natürlich. Ich hab's irgendwie auch gerochen. Ja, dieser ekelhafte Gestank von Crocs, das. Da wusste ich ganz genau, okay, der ist hier. Ja, hier, schenk dir. Ja, warum so viele Charaktere hier, ne? Direktor, Direktor, Dummster. Geht es dir gut? Was habe ich nur angerichtet? Oh nein. Direktor Dummster, bitte verzeihe, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für mich, aber für eine Abbildung von Direktor Dumster, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung, Direktor Dumster. Du kennst Direktor Dumster nicht? Dabei wurde er von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. In ihrem Auftrag stellt er überall diese Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules. So ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dumster aus dem Boden gestampft und zu einem, nein, zu dem für. Ich war noch gar nicht damit fertig, dir von Direktor Dumster Heldentat zu berichten. Also jedenfalls, ich rede da nicht gerne darüber, weil es die Leute jedes Mal vor Neid erblassen lässt, aber ich habe von Direktor Dumster höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialauftrag erhalten. Mein Auftrag besteht darin, allerorts Schilder aufzustellen, um für das Bauunternehmen Dumster zu werben. Aber das ist noch längst nicht alles. Es handelt sich nämlich mitnichten um ganz gewöhnliche, es handelt sich mitnichten um ganz gewöhnliche Schilder. Es sind Schilder, für den der ehrenwerte Direktor Dumster höchstpersönlich Abbild ist. Jetzt verstehst du bestimmt auch, warum es für das Herabfallen eines Schildes wirklich keine Entschuldigung gibt. Genau deswegen fungiere ich hier als Stütze. Nur keine Furcht, Direktor Dumster. Ich stütze dich in allen Lebenslagen. Nee, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Du machst das prima. Was? Nichts als Lobhudelei. Dann konzentriere ich mich eben weiter auf meine Aufgabe als Stütze. Oh, weia. Kann man hier vielleicht. Hoch. Ich weiß nicht. Aber liegt, ob man hier vielleicht so einfach einen Baum dran befestigen kann, weißt du? Aber. Ich glaube, das ist relativ egal, was ich da mache. Der Typ bleibt einfach weiterhin stehen. Was haben wir denn hier? Pilze. Oh. Mein zweiten Pilz eigentlich auch schon haben. So, mehr Ruinen. Eine Ruine ist relativ wenig tatsächlich, ne? Also gut, ein paar Pflänzchen. Aber gut, ich glaube, die sollen auch einfach nur
zur Atmosphäre beitragen. Haben nicht wirklich viel Bewandtnis. Bin ich mal gespannt, was. Ja, gut, da ist das Miasma. Verliere ich da drin Herzen? Weil es hieß ja, ich verliere. Durch Miasma kann ich Herzen verlieren. Noch merke ich nichts. Okay, Musik wird epischer. Oh Gott. Jetzt wenigstens mal smart machen können und zumindest. Oh Gott, ich komme doch niemals rauf, oder? Na, wobei, warte mal. Oh, jetzt hier so ein bisschen mit Galanz. Okay, hier wieder Knochenreste. Warte, ich hatte gehofft, dass da vielleicht eine Höhle ist oder so. Wenn da schon irgendwelche Knochenreste sind. So, den Krog will ich eigentlich schon haben, ne? Da bin ich ehrlich. Also. Den will ich jetzt schon. Aber wo man jetzt eigentlich hin muss? Keine Ahnung. Also. Warte mal. Laut Karte bin ich eigentlich schon richtig, muss aber wieder durch. Als ob mich da einer durchlässt. Habe ich es geschafft? Nö. Cool. Ich dachte, da musste man immer reinspringen. Okay, das ist jetzt sehr weird. Ich dachte, das waren immer die Dinger, wo man reinspringen muss. Haben wir vielleicht irgendwas zum Reinwerfen? Ein Stein oder so? Nö. Vielleicht muss ich auch mit oh, ups. Also jetzt mal ohne Spaß, aber. Ach so, warte mal, vielleicht muss ich einen Sturzflug machen. Ja, warte mal. Das habe ich jetzt zu spät gelesen gerade. Wahrscheinlich ist das der Plan dahinter. So schön mit dem Sturzflug da reinpreschen sollst. Das werden wir ja sehen. Moment. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln hier mit dem Krog. Habe ich natürlich viel zu spät reagiert, weil ich die Taste vorher nicht kannte. Ach man, ist doch wieder blöd, ey. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Muss man davor nicht eigentlich immer nur reinspringen? Oh, natürlich Link, Link. Schon sagen, Kollege. Machen wir hier keinen Scheiß jetzt. Okay, wir müssen R drücken. Mhm. Eine sehr schöne Musik eigentlich, ne? So ein bisschen. Weltuntergang. Jetzt. Okay. Oh Gott. Huch. Link. Mal hier noch. Mit so eine Fragmente, wa? Na gut. Dann schauen wir mal, ob wir reinkommen. In die gute Stube. Ich meine, ich denke mir einfach, okay, ich folge jetzt der Story, weil ich die Karte möchte. Dass es halt noch zum Tutorial gehört, meine ich. Das ist so meine Vermutung. Aber wie weit ich mit meiner Vermutung richtig liege, ist halt die andere Frage, ne? So, und, wer lässt mich jetzt hier rein? In die gute Stube? Und da muss ich mir jetzt hier so einen Sonderweg finden. Tja, scheinbar schon.
Wer ist da? Hallo. Wir sind alle in höherer Alarmbereitschaft. Die Suche nach Prinzessin Zelda und dem hellen Link läuft auf Hochtouren. Also hau ab und lauf uns hier nicht rum. Link? Ich meinte ehrenwerter Ritter Link? Bitte verzeihe, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon wieder aufgetaucht seid. Das heißt dann wohl, wir können die Suche nach euch einstellen? Ja, einverstanden? Also, auf jeden Fall solltet ihr euch so schnell wie möglich bei Truppenführer Holm beim Tor des dritten Walds melden. Folgt einfach weiter den Weg. Okay. Gibt er mir dann eine Karte? Gibt er mir ein Update? Oder kriege ich dann von Pura ein Update? Was dann heißt, ey Mensch, Link, du geile Socke. Ich kann dir mit Stolz vermitteln, dass ich Pura, die allerechte, ein Update für dein Ding habe. Ich denke dann so, boah, geil, nicht schlecht. Mein Braten rennt weg. Entschuldigen Sie bitte. Komm her. Ich schieß so. Gutes Wild geschnappt. Oh, hier ist eine Kiste. Was ist drin? Eine Soldatenlanze. Ja, dann würde ich vielleicht einfach mal doch die Fackel wegpacken. Weil ich brauche Waffen. Ich muss mich verteidigen hier. Das ist ja kein Zuckerschlecken, schließlich. Ich laufe ja auch wieder den blödesten Weg, ne? Merke ich gerade. Schön einmal komplett außen rum, bevor ich mich überhaupt auch nur ansatzweise. Ob ich da hochkomme? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich versuche. Oh, noch mehr Secrets. Sag mal, schläft der eigentlich? Wow, du fiese Sau. Oh, na, haben wir hier. Noch eine Kiste. Schade, hatte ich auf eine Höhle. Reisebogen. Ups. Nein. Ich möchte den Inhalt schon haben. Weil der stärker ist. Auf den Boden. So. Was haben wir denn noch Schönes hier? Ach Mensch, nichts. Toll. Was haben es sich eigentlich hochkommen? Warte mal. Oh Gott. Ja, warte, da komme ich hoch. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber nicht, wenn es regnet. Wait, haben sie das eingestellt? Dass du jetzt trotz Regen mittlerweile klettern kannst, richtig? Nein, scheinbar nicht. Ich will da hoch. Ich komme mich auch nochmal. Wo haben wir denn unsere... Hier. Gewinnst du Ausdauer zurück? Okay, und warum funktioniert der Braten nicht? Ach toll, jetzt komme ich da auch nicht mehr hoch. Es ist auch so blöde. Jetzt muss ich hier andere Wege finden. So. Huch. Falsche Knöpfe. Hilfe. Hey, der ist noch nicht ganz ab. Natürlich ist der ganz ab, aber... Das Spiel wollte mich wieder linken. Müssen nur richtig handeln hier. Ja gut, ich meine, ne? Weil ich glaube, daran ändert sich doch gar nichts. Wenn jetzt immer... Nee, Gott, das ist doch Schwachsinn, was ich mache. So ein Schwachsinn. Ich habe gerade überlegt... Ja, okay, wenn ich jetzt Holz einfach da befestige, dann wird das schon passen.
Aber es regnet ja. Also es klettert ja grundsätzlich scheiße. Na gut, dann laufen wir nochmal den ganzen Weg zurück. Das ist doch kein Problem hier. Wir hätten uns mal so einen Sprinttrank oder so herstellen sollen. Einfach nur damit wir... Holzfall. Einfach damit wir auch, ja, ein bisschen länger laufen können, weil das, was wir hier an Ausdauer haben, ist ein bisschen, weiß nicht, ist ein bisschen grenzwertig. Bin ich ehrlich. Das ist nicht meins. Waren wir schon auf der Burgmauer? Nee, ne? Ja gut, aber wie gesagt. Bei Regen brauche ich da gar nicht erst versuchen, dass er hier unmöglich. Sein, es gibt irgendwie im Inneren einen Aufgang. Oh Gott. An sich will ich da schon mal. Ne? Ich hasse Regen. Ach, Regen im Game wird auch so funny. Aber es soll bald aufhören. Also vielleicht können wir dann, nachdem wir mit ihm gesprochen haben, uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Weil ich glaube, zu mehr werden wir heute eh nicht mehr kommen. Link? Der große Ritter? Nein, das ist ja unmöglich. Hier ist unbefugt. Hier ist unbefugt und der Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zelda-Suchtrupps ist, hat hier nichts zu suchen. Befehl von Truppenführer Holm. Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppenführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er müsste sich beim Tor des dritten Walls oberhalb dieses Wegs aufhalten. Also kann ich rein? Nein. Schade. Husch, husch, schön weitergehen. Hartnäckig, wie? Ich kann mich nur wiederholen. Du darfst hier nicht rein. Ja, okay. Mann, oh. Also weiter. Oh. Warte mal, hier ist ein Krog. Aber ich komme da nie wieder hoch. Hoch. Warte mal, so. Merken wir uns. Mit dem Regen brauche ich da gar nichts versuchen. Das ist hier, das ist Katastrophe. Link hat schon mal den Wetterbericht nicht gelesen. Der dachte sich wahrscheinlich, oh, das passt schon, kein Problem. Okay, hier kann ich nicht rein. Na gut. Ist denn hier irgendwo... Oh, ein Krog. Ah ja, 23, ne? Das wird noch eine ganz große Herausforderung in dem Spiel. Alle Krogs finden. Insofern ich mir den Scheiß überhaupt antue. Ah. Diesen Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir keine Spur von Prinzessin Zelda gefunden. Warte mal. Du bist dem großen Helden Link ja wie ins Gesicht geschnitten. Pass auf, wenn Truppenführer Holm dich sieht, könnte er vor Schock vom Tor des dritten Walls herabfallen. Oh, ein Schild. Ein Schild. Haben wir denn hier Schönes? Ein Reiseschild. Oh, den Spaß würde ich schon gerne mitnehmen. Ups. So, was haben wir denn hier? Okay, komm weg mit dem Stachelschild. Das taugt ja nicht. Das taugt wirklich nicht. Weg damit. Was ist das denn? Alik. Bist du hier, um der Suche nach Prinzessin Zelda zu helfen? Genau wie wir? Jeder von uns hat Prinzessin Zelda viel zu verdanken. Deshalb wollten wir irgendwas tun, um zu helfen. Aber der Truppenführer steht oben auf dem Tor und kommt bestimmt nicht extra runter, um uns einzuweisen. Naja, letztendlich sind wir ja auch
sind wir auch auf unsere eigene Initiative hierher gekommen. Da müssen wir wohl warten. Huiuiuiui. Vom Nahen betrachtet kann man da echt Angst bekommen. Ich hätte vor diesem Abgründen bislang ja nur gerüchteweise gehört. Spinnst du, mich da plötzlich anzusprechen? Ich hätte reinfallen können. Abgründe wie diese sind durch den Kataklysmus entstanden. Es sind nun ja tiefe Löcher, halt sehr tiefe Löcher. Beängstigend, aber auch irgendwie historisch, hypnotisch. Nicht historisch. Ja, da erschreckt sich das Übel. Okay. Können wir denn hier irgendwas noch machen? Ich meine, wir können hier auf den Turm, auf dieses Ding rauf. Ah, dritter Wall. Okay, na, schauen wir doch mal weiter hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Ich meine, wenn wir schon mal oben sind, ne? Dann gibt es bestimmt auch einiges Interessantes zu holen. Oder zu sehen. Die Frage ist, komme ich überhaupt so hoch? Oder denkt sich Link gleich, nö, kein Bock. Ah doch, er kommt hoch. Nice. Okay, aber oben... Ja, sieht aus, als ob da nichts ist. Also, Link, bitte. Wie, da kannst du nicht stehen, Link? Hallo? Kann man das wegbrennen? Oh, ups. Nee, schade. Er dachte, man kann es vielleicht wegbrennen. Ah, da oben ist ein Krog tatsächlich. Natürlich auf der falschen Seite. Da hätten wir auch den Spinner. Natürlich ist wieder ganz oben irgendein blöder Krog, weißt du? Der sich wieder für den Größten hält. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!